Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt euch gerade einen BMW gekauft aus dem Baujahr 2005 bis 2012 oder irgendwas um den Dreh von den älteren E-Reihen und ihr wollt mehr über euer Auto erfahren, mehr Insights haben und ihr seid noch so ein bisschen neu auf dem ganzen BMW-Gebiet in der BMW-Materie. Und in diesem Video werde ich euch ja mal ein paar Sachen erklären, die euch mehr schlau machen, wo ihr viel lernen könnt und ein paar wichtige Quellen mit an die Hand geben, damit ihr euch auch ganz gut selber helfen und fortbilden könnt. Also, wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Ja, wie komme ich zu der ganzen Nummer? Also mehrere Leute haben sich jetzt in der Vergangenheit einen E90 gekauft oder einen 330i, 325i und sowas. Und die haben mich angeschrieben, ich habe sie sogar im Kaufprozess begleitet, die ein bisschen geholfen und gesagt, worauf sie achten müssen. Und jetzt haben sie ein neues Auto, hatten vielleicht mal vorher einen VW, einen Mercedes und sind neu im BMW-Lager und sagen so, eigentlich kenne ich mich gar nicht so richtig aus hier in dem BMW-Lager. Und das ist alles neu. Ich möchte aber gerne mehr Informationen über mein Auto wissen. Mir fehlen die Seiten. Wo gucke ich dies nach? Wo mache ich das? Und da dachte ich mir, ich mache mal ein Video für die ganzen Neuen, die im BMW besitzen. Und das ist auf jeden Fall ein Video, wo ich euch Informationen gebe, die sehr wertvoll sind. Anders als ihr erwartet. Aber dazu komme ich gleich noch. Wenn ihr euch jetzt ein gebrauchtes Auto gekauft habt und man kann ja davon ausgehen, dass das Auto 10 Jahre ist oder ja, 10 Jahre alt ist oder älter. Oder ungefähr 100.000 Kilometer oder mehr drauf hat. Das bedeutet, ihr tauscht alle Öle, das ist das A und O, das ist wichtig. Die Öle werden alt und die Additive werden verschlissen. Und natürlich weiß man nie, wie der Serviceumfang vorher von dem Vorbesitzer getätigt worden ist. Hat er sich an den 30.000ern dabei gehalten, was nicht ganz so geil ist? Oder hat er sogar die überschritten? Oder hat er sich dran gehalten, die noch zu verkürzen? Also wie hat er das Auto benutzt? Und so weiter und so fort. Kann man sich darauf verlassen? In der Regel, keine Ahnung, ne? Es gibt immer schwarze Schafe. In dem Moment, wo ihr das Auto gekauft habt, habt ihr die Verantwortung, das Auto, sage ich mal, zu erhalten und zu pflegen und gut, ja, einen guten Service-Standard zu beginnen. Weil man weiß ja nicht, wie es vorher war. Vielleicht war er gut, ihr macht gut weiter, vielleicht war er scheiße und ihr startet endlich mal gut. Da muss man gucken, wo das Ganze sich jetzt hin entwickelt. Deswegen haut alle Öle raus. Servoöl, Differentialöl, Schaltgetriebe, Automatikgetriebe, Motoröl. Komplett neu, komplettes Programm machen. Ein bisschen beiseite. Aber haut die Öle raus und folgt auf jeden Fall auch meinem Kanal. Ich habe viele Sachen zum Thema Öl, Motoröl, Schaltgetriebeöl, Differentialöl. Ich habe mittlerweile über 150 Videos und wühlt euch durch. Ihr werdet auf jeden Fall viel lernen können über eure Autos und die Pflege. Die Pflege, Service und technischer Hinsicht. So, wenn ihr jetzt die Öle getauscht habt, ich persönlich habe einen sehr guten Draht zu den Wagner-Produkten, denn die Produkte sind einfach nice. Ich habe mit ein paar Leuten schon geschrieben, die auch aus der Branche sind und die sagen so, ja, die sind da, es gibt Produkte, die anders funktionieren, die einen anderen Weg gehen. Und Wagner ist mit seinen Produkten sehr nachhaltig und sehr, meistens geht er ein bisschen anderen Weg. Also er geht nicht die Sparbüchs-Variante, sondern die gute Variante, die aber nicht andere oder nicht alle Hersteller gehen. Von daher ganz klar gesagt, die sind jeden Cent wert, weil sie einfach hochwertig von ihren Formulierungen sind. Durch die Bank weg alle Produkte. Deswegen bin ich da so ein großer Fan von und auch daran so hängen geblieben. Und mittlerweile habe ich auch viel gelernt mit Gesprächen mit euch, dass es auch andere Hersteller gibt, die ganz andere Wege gehen. Zum Beispiel Oilstop, die meisten machen Ölverdickung rein, also Viskositätserhöherer. Wagner geht einen ganz anderen Weg und zwar macht er das gar nicht, sondern er macht einfach nur einen Weichmacher rein, der das Gummi wieder weich macht, das in den anderen Produkten gar nicht so vorhanden ist. Einmal ein kleines Beispiel, um das zu nennen, aber erstmal gar nicht so wichtig. Jetzt schlachtet ihr mich, weil ich euch jetzt zublabber. Natürlich, wenn ihr euch ein neues Auto gekauft habt und Probleme habt, was passiert denn dann? Dann braucht ihr neue Teile. Wo kriegt ihr neue Teile am besten her? Und zwar die perfekte Produktübersicht über alle möglichen Teile gibt euch hier www.lebmann24.de. Da könnt ihr eure Fahrgestellnummer reinballern und dann kriegt ihr die ganze Produktpalette ausgespuckt von euren BMWs und auch Alternativprodukte, die nicht original BMW-Produkte sind, die aber für euer Auto funktionieren. Und die könnt ihr auch alle in diesem Laden und in diesem Shop bestellen. Super geil. Des Weiteren, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit euren Autos, Einbauanleitungen sucht oder sowas, dann gibt es eine andere Seite, die heißt NewTIS. Da sind einmal für jedes Fahrzeug alle möglichen Anleitungen seitens BMW, sei mal zum Zugang drauf. Da könnt ihr euch Anzugsdrehmomente reinziehen, wie ihr die Schrauben ziehen müsst,
Da ist eigentlich alles aufdokumentiert, sehr, sehr, sehr komplex das Ganze, aber wenn man sich da ein bisschen zurechtgefunden hat, eine sehr, sehr wertvolle Seite, um auch selber mal Hand anzulegen im Auto, kann ich auch nur sehr empfehlen. Des Weiteren für die E90-Fahrer baller ich einmal unten in die Videobeschreibung mein Bordbuch. Nicht mein Bordbuch, aber das Bordbuch vom BMW E90. Ist eigentlich von nice, kannst du auf dem Handy drauf haben oder auf dem Laptop, wenn du irgendwelche Probleme hast, Suchbegriff eingeben, zack, ganze PDF-Dokument wird durchgescannt, könnt ihr auch eine Menge lernen. Des Weiteren hat man immer wieder Fragen, so ja, ich habe Felgen, welche habe ich, welche passen, wie, wo, was, welche gibt's und so weiter und so fort. Gibt es eine Seite und zwar, die heißt Felgentreff, nee, Felgenkatalog, ist eine sehr geile Seite, da sind die untergliedert in 1er, 2er, 3er, 4er, E90, E60 und welche Felgen welche Größen haben, welches Gewicht haben und welche auf welchem Modell gefahren worden sind. So könnt ihr sehen, welche Felgen einmal für die komplette E90-Reihe auf dem Markt waren. Das gilt übrigens auch für die aktuellen F-Reihen. Aber sehr, sehr, sehr wertvoll, sehr geil, wenn ihr so ein bisschen Felgen untereinander tauschen wollt, gucken wollt, was ihr haben wollt, was es mal gab, in welche Richtung ihr orientieren wollt oder wenn ihr die Größen wollt, findet ihr alles da drin. Eine sehr, sehr, sehr nice und sehr wertvolle Seite. Ja, was ist denn noch wichtig? Für Öle einmal, wahrscheinlich muss ich so machen, für Öle einmal meine YouTube-Videos, da habe ich auch euch einmal ein bisschen was gesagt. Dann, was ist denn noch wichtig? Ach so, dann hier unten werde ich einmal eine PDF einblenden für alle BMW-Symbole. Also die ganzen Disco-Lampen, wenn ihr Probleme im Auto habt, die sind einmal ausgeschrieben. Da habe ich einmal so eine Liste. Da könnt ihr einmal schauen, wenn eine Lampe auftaucht, was leuchtet denn da und was will das Auto von dir? Auch eine ganz sehr hilfreiche Seite. Dann muss nicht jeder immer tausend Fragen stellen oder immer die gleiche Frage ist dann hier auch einmal gebündelt mit in diesem Video drin. Wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und wenn ihr natürlich noch ein bisschen Nostalgie von eurem Auto schnuppern wollt, dann checkt auf jeden Fall das Video aus E90 konfigurieren. Auch wenn ihr kein E90 habt, schaut da mal vorbei, denn unten in der Beschreibung unter diesem Video sind dann alle möglichen Prospekte, also Links zu, wo ihr alle Prospekte über euer Auto finden könnt und Preislisten. Also egal ob 1er, 2er, na gut, 2er gab es nicht, 1er, 3er, 5er, 7er, komplettes Programm. Findet ihr in der Beschreibung von dem anderen Video. Checkt das auf einmal aus, dann habt ihr so ein bisschen Nostalgie-Feeling mit PDF-Dokumenten, dass ihr mal die alten PDF-Kataloge anschauen könnt. Und ja, ansonsten denke ich mal, war es das. Wenn ich was vergessen habe, dann kommt ein anderes Video hinterher. Und so, das war es jetzt einmal zu dem Video. Ein bisschen andere Tipps, aber ich denke auch sehr, sehr wertvoll. Ein bisschen eine andere Art und Weise, ein bisschen das Auto kennenzulernen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und wenn ihr mal auf dem Nürburgring fahrt, dann checkt das Video aus. Auf jeden Fall, wenn ihr Angst habt, hast du Angst vom Nürburgring? Ich glaube schon. Also du kennst ja die Crash-Videos wahrscheinlich auch, ne? Ich kenne sie auch. Guckt ihr das Video an, sehr, sehr geil, sehr wertvoll. Also, das war's heute von meiner Seite. Lasst ein Like da, abonniert und bis dann. Peace! Ich würde immer darauf achten und zwar Motorcleaner. Also egal wie alt der Motor ist, Motorcleaner reinhauen von Wagner und dann eine Motorspülung machen und dann das Öl ablassen und ein gutes LL01 Öl einfüllen. Wenn jetzt Leute zugucken, die jetzt keinen Benziner haben, also grundsätzlich für jeden Benziner immer LL01 Öle und für Diesel LL04 Öle, es sei denn, du hast bei deinem Diesel den Dieselpartikelfilter rausgehauen, dann auch ein LL01 Öl verwenden. Ganz wichtig. Gute Öle sind einmal Motul XS5W40 als LL01 Öl, auch wenn es nicht mehr draufsteht. Wenn ihr wissen wollt, warum, schaut euch dieses Video an. Des Weiteren auch Rowe Sint RS, nicht RSI oder irgendwas anderes, sondern Sint RS 5W40, kostet 50 Liter, 50 Euro der 5 Liter Kanister. Es gibt auch günstigere, das sind dann minderwertigere Öle. So. Das am Rande. Dann natürlich auch Motul X Clean heißt das, glaube ich. Für die Diesel auch ein 5W40er Öl, auch ein Topöl, könnt ihr auch benutzen. Ansonsten gibt es noch das Ravonol RUP oder RUP, das RUP 0W40 Öl und das VST auch mit der LN01 Freigabe. Das war ein bisschen kreuz und quer, aber ihr habt das schon verstanden. Das sind einmal Topöle, wenn ihr keine Ahnung habt, nehmt das LN01, LN04, habt ein gutes Öl in der Hand, fertig. So, das ist einmal ein bisschen.